Schönen guten Tag, mein Name ist Nina Lauterbach-Dannenberg. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Kuratorium Deutscher Altershilfe im Projekt der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz. Und ich freue mich ganz besonders, Miriam Haller, dass du und ich heute in einen interessanten Austausch gehen können zum Thema intergenerationelles kulturelles Lernen. Miriam, du hast Germanistik, Erziehungswissenschaft, Geschichte und Philosophie studiert und bist promoviert. Zurzeit arbeitest du als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Kompetenzzentrum für kulturelle Bildung im Alter und inklusive Kultur, kurz KUBIA. Du beschäftigst dich ganz intensiv mit dem Thema intergenerationelles kulturelles Lernen, viel wissenschaftlich, aber auch praktisch. Und dabei interessiert dich besonders, wie künstlerische Auseinandersetzungen und kulturelle Bildung dazu beitragen können, die Unterschiede zwischen verschiedenen Generationen zu hinterfragen und zu überwinden. Wir beide haben uns in verschiedenen Kontexten an der Schnittstelle zwischen der Altenhilfe und der kulturellen Bildung kennengelernt. Und unter anderem moderieren wir gemeinsam das Netzwerk Demenz und kulturelle Teilhabe. Ganz kurz zum Netzwerk. Es vereint Kulturschaffende, Vertreterinnen und Vertreter von Kultureinrichtungen sowie Mitarbeitende unserer Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz NRW und setzt sich für die Teilhabe von Menschen mit Demenz und kulturellen Angeboten ein. Ich würde direkt mit der ersten Frage an dich einsteigen. Es interessiert mich besonders als Gerontologin, dass häufig verschiedene Altersgruppen in die Alten und die Jungen eingeteilt werden. Es kann zu Konflikten zwischen den Generationen führen. Aber was glaubst du, wie kann kulturelles, intergenerationales Lernen dazu beitragen, diese Konflikte möglicherweise zu überwinden? Ja, vielleicht erst noch mal zum Problem, was du beschreibst. Denn wo liegt eigentlich das Problem, wenn man Menschen in alt und jung einteilt? Und das Problem ist, dass uns das erstmal so naturgegeben vorkommt, als wäre es naturgegeben. Das ist es aber nicht. Denn die Alten und die Jungen, die gibt es ja gar nicht. Eine solche polare Einteilung, die führt zu einem Denken in Gegensätzen. Und damit haben wir dann schon ja, sozusagen den Boden bereitet dafür, dass es eben so ein polarisierendes Denken in Altersstereotypen und Zuschreibungen von irgendwelchen Eigenschaften, Haltungen, Werturteilen oder Verhalten gibt, die eben den Alten oder den Jungen zugeschrieben werden. Da liegt einfach schon mal das Problem, dass wir so etwas machen wie Doing Generations. Wir machen Generationenunterscheidungen, indem wir eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise und häufig eben leider Stereotyp, oft auch durch die Medien nochmal unterfüttert oder geschürt, unterschiedlichen Gruppen bestimmte Label, Etiketten zuschreiben. Wir nennen das in der Wissenschaft Framing und ein solches Generationen-Framing spielt häufig alt gegen jung aus. Das sehen wir im medialen Generationendiskurs, wenn da meinetwegen gibt es immer mal wieder solche martialische Rhetorik von einem kalten Krieg der Generationen, die Rede ist. Ich halte von so einer Generationenrhetorik eben überhaupt nichts. Das schürt mehr Generationen Ambivalenzen oder Konflikte, sagen wir, als es zu irgendetwas gut ist, zu einem wirklich konstruktiven Dialog. Ja, und was kann kulturelle Bildung machen? Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich beobachten, wie die Beziehungen der Generationen zueinander sind und dass es da zu Ambivalenzen kommt zwischen den Generationen. Das ist auch weiter gar nicht problematisch. Ambivalenzen können zu etwas Konstruktivem führen. Und was die kulturelle Bildung
Und das intergenerationelle kulturelle Lernen dazu beitragen kann, ist halt, dass es gerade solche Stereotype Generationenzuschreibungen unterlaufen kann, wenn gemeinsam in Kunst und kultureller Bildung gemeinsam an Projekten gearbeitet wird. Dann sieht man in den Gruppen sehr schnell, dass Generationenstereotype sich aufzulösen beginnen und man sich gegenseitig kennenlernen kann und sehen kann, dass mit solchen Labeln oder mit so einem Generationenframing eigentlich gar nichts gewonnen ist. Generationenambivalenzen, und das zeigt die Generationenforschung auch gerade im Bereich der kulturellen Bildung, können in Kunst und Kultur zum Ausdruck gebracht werden, können reflektiert werden. Und das ist eine ganz besondere Stärke von Kunst und kultureller Bildung, eben Ambivalenzen reflektieren zu können. Kunst und Kultur sind ambivalenzsensibel und haben häufig nicht so viel Sorgen vor Ambivalenzerfahrungen, wie es in anderen Bereichen manchmal der Fall ist. Wir können also in Kunst und Kultur einen konstruktiven Umgang mit Ambivalenzen lernen. Ja, ist ganz spannend. Du sprichst ja schon ganz viele theoretische Begriffe an, die es aus meiner Sicht sich wirklich lohnt, auch mal nachzuschlagen. Doing Generations, Framing, Ambivalenzen. Du hast ja auch viele spannende Dinge schon dazu geschrieben. Und ich würde jedem Leser, jeder Leserin empfehlen, da mal ein bisschen tiefer einzutauchen in die Materie. Ich denke aber, dass die Pro-Alter-Leser auch sehr interessiert, was bedeutet das Ganze eigentlich praktisch? Mir fällt da jetzt gerade noch mal die Arbeit in unserem Netzwerk Demenz und kulturelle Teilhabe ein, das wir ja gemeinsam KDA und Kubia-mäßig koordinieren. Da gibt es ja ganz viele intergenerationelle Projekte, von denen wir mitbekommen. Kannst du vielleicht mal so ein oder zwei dieser Projekte beschreiben? Auch beschreiben, was genau passiert in diesen Projekten und welche Auswirkungen haben sie, wenn man jetzt noch mal die Begriffe, die du eben genannt hast, so ein bisschen als Schablone vor diese praktische Umsetzung legt? Ja, das mache ich gerne. Und hier auch gleich nochmal der Hinweis darauf, dass ja die demnächst oder in Kürze erscheinende Ausgabe von Pro Alter, also die Pro Alter 2 2023, den Titel Kulturen intergenerationellen Lernens trägt. Und da können Sie sowohl die theoretischen Konzepte, von denen ich gerade gesprochen habe, nochmal nachlesen und auch nochmal ein bisschen tiefer hineinlesen, aber eben auch ganz viele Praxisprojekte erkunden, die sich dort vorstellen. Und eines der Praxisprojekte, die eben auch mit dabei sind in unserem Netzwerk Demenz und kulturelle Teilhabe, da hat die Anja Renschikowski drüber geschrieben. Und zwar sind da gleich mehrere AkteurInnen aus Duisburg vertreten. Unterstützt wird dieses Projekt eben vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz. Und als Partner dabei sind das Wilhelm-Lehmbruck-Museum und die Duisburger Philharmoniker. Die haben sich zusammengeschlossen und beide Institutionen, beide Kultureinrichtungen bieten schon sehr lange sowohl für jüngere Kunst- und MusikliebhaberInnen spezielle Angebote an, aber auch für ältere Menschen und auch für Menschen mit Demenz. Beide Einrichtungen sind sozusagen Pioniere auf diesem Gebiet. Und das Projekt, das intergenerationelle Projekt, was jetzt eben gerade läuft, das nennt sich Hör mal Kunst. Und ermöglicht für ganz junge Menschen und für Menschen mit Demenz Museumsbesuche. Und zwar Museumsbesuche, in denen auch Musik gehört werden kann. Die
MusikerInnen von den Duisburger Philharmonikern waren im Lehmbruck-Museum und haben sich einzelne Kunstwerke ausgesucht, die sie ganz besonders angesprochen haben, und haben sich dann überlegt, welches Musikstück könnte zu diesem Kunstwerk passen, zu dieser Skulptur passen. Und spielen dann eben im Museum direkt neben dem Kunstwerk dieses Stück, wozu sie das Kunstwerk inspiriert hat. Und gemeinsam mit der Kunstvermittlerin Sibylle Kassner vom Lehmbruck-Museum wird dann eben zu dem jeweiligen Stück und dem Kunstwerk eine musikalisch-künstlerische Geschichte erzählt, die intergenerationell ansprechend ist. Und das geht eben auch durch dann gemeinsames Singen oder Mitmach- und Bewegungsspiele, in denen die unterschiedlichen Generationen zusammenkommen und sich gegenseitig kennenlernen können. Und das ist eben sowohl für die Duisburger Kindertagesstätten als auch für Menschen mit Demenz, die in Duisburg und Umgebung leben, und für deren Angehörige ein Genuss, Kunst auf diese Weise spielerisch zu erfahren und auch so in Kontakt miteinander zu kommen, sich gegenseitig kennenzulernen, was eben so häufig im Alltag gar nicht mehr geschieht, weil einerseits viele Familien räumlich getrennt voneinander leben und deshalb gar nicht so viel Kontakt zwischen Großeltern und Enkelkindern haben und sich auch die Besuche häufig dann eben auf den Wohnraum einschränken. Und das erlebe ich immer wieder, wie so ein gemeinsamer Museumsbesuch eben so eine ganz andere Atmosphäre und nochmal ein ganz anderes Miteinander ermöglicht. Das wäre eben so ein Projekt. Und wer darüber nochmal genaueres lesen will, dem empfehle ich sehr, oder dem lege ich den Artikel von der Anja Rentschikowski ans Herz in der neuen Pro Alter. Der heißt auch so schön, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ja, und in meinem Artikel in der Pro Alter schreibe ich über Ergebnisse aus einer explorativen Studie über intergenerationelles kulturelles Lernen, die ich 2021/22 gemacht habe. Und in dieser Studie habe ich intergenerationelle Projekte untersucht, die vom Fonds für kulturelle Bildung im Alter gefördert werden. KUBIA, eben das Kompetenzzentrum für kulturelle Bildung im Alter und inklusive Kultur, für das ich ja arbeite. Dieses Kompetenzzentrum, wir betreuen und verwalten einen Fonds, mit dem das Kulturministerium von NRW kulturelle Bildung im Alter, aber eben auch intergenerationelle Projekte fördert. Und diese Projekte, drei von den intergenerationellen Projekten, habe ich mir genauer angeschaut, habe Interviews geführt, habe die Aufführungen besucht und habe eben unter diesen konzeptionellen, theoretischen Konzepten sozusagen aus dieser Brille habe ich mir die Projekte angeschaut und habe geschaut, wie sie Generationendifferenzen reflektieren. Genau, der Fonds ist ganz spannend. Kann sich da jeder bewerben? Ja, der richtet sich an Kunst- und Kulturschaffende Menschen, die in der kulturellen Altersbildung oder in der intergenerationellen kulturellen Bildung arbeiten, aber auch an Menschen, die im Bereich der sozialen Altenarbeit oder auch der Pflege arbeiten. Sitz muss in NRW sein, ist ein Fonds vom Kulturministerium NRW. Und wir freuen uns sehr über Projekteinreichungen. Wir informieren da sehr umfänglich. Meine Kollegin Imke Nagel ist dafür zuständig. Und Sie finden aber auch auf der Internetseite von KUBIA dazu Informationen. Wir bieten Konzeptlabore dazu an und unterstützen also bei der Antragstellung auch. Von daher freuen wir uns, wenn das jetzt hier Menschen hören, die vielleicht Interesse haben, selbst Projekte zu entwickeln, anzubieten und dafür aber auch noch Fördermöglichkeiten suchen. Ja, ganz spannend und ein schöner Appell, selbst im Bereich kulturelle Bildung tätig zu werden. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf deine Aussage, du hast verschiedene Projekte mal genauer unter die Lupe genommen.
Ja, wie genau hast du die Projekte hinsichtlich der Unterschiede zwischen den Generationen untersucht und welche typischen, ich nenne es jetzt mal typischen Alters- und Generationenzuschreibungen sind dir da begegnet? Ich beginne mal mit dem Projekt, einem Mindener Projekt, das sich Grandpa and Me nennt. Das ist ein Projekt, in dem Senioren aus einer Männergruppe, aus einem Mindener Seniorentreff, gemeinsam mit Jugendlichen arbeiten, mit Jugendlichen, die aus Syrien geflüchtet sind und nun in Minden leben. Und sie haben sich in diesem Projekt kennengelernt und haben sich in unterschiedlichen Kontexten auch mit der Geschichte des Mindener Kirchhofs kennengelernt und haben ein Filmprojekt dazu gemacht. Die Generationenunterscheidungen laufen also in diesem Projekt erstmal ganz klassisch, aber nochmal überformt, eben nicht nur in alt und jung, wie ich das gerade schon beschrieben habe, sondern auch über eine genealogisch-familiäre Generationendifferenz, Grandpa and Me. Nun handelt es sich da ja jetzt nicht um Großeltern-Enkel-Beziehungen, sondern das wird sozusagen, ja, die Großelternschaft wird sozial hergestellt. Dazu haben sie als das Projekt startete, eine symbolische Adoption vollzogen. Allerdings nicht so, wie man das konventionell kennt, dass halt ältere Menschen jüngere Menschen adoptieren, sondern umgekehrt. Hier haben also die syrischen Jugendlichen die Großväter in Anführungszeichen aus der Männergruppe des Seniorentreffs in Minden adoptiert. Von daher war da schon so ein kleiner, etwas ironischer Dreh drin, in denen so Stereotype, Generationenunterscheidungen, wie wir sie so normalerweise machen, etwas ironisierend in Frage gestellt wurden. Und ansonsten haben in diesem Projekt gab es halt vielfältige Möglichkeiten, sich kennenzulernen, aber eben auch sich mit der Geschichte Mindens auseinanderzusetzen. Und dabei haben in den Gruppeninterviews die Beteiligten eben auch berichtet, dass die Kriegserfahrung, gräußliche Kriegserfahrungen sowohl von den Jüngeren, aber eben auch von den Älteren, die entweder als Kinder noch, also als Kriegskinder Krieg erfahren haben oder auch Fluchterfahrungen in der Familie hatten, einige der Älteren zumindest, die konnten sich dann auf eine besondere Weise mit den Jugendlichen aus Syrien verbinden. Und die Generationendifferenzen, die vielleicht erstmal da waren und thematisiert werden konnten so überbrückt werden und konnten reflektiert werden. Welche Erfahrungen teilen wir? Wo verstehen wir uns? Wo sind aber auch Ambivalenzen und wo sind Unterschiede? Und das haben sie eben in dem Filmprojekt, wo sie die Geschichte des Mindener Kirchhofs, wo sowohl das Kulturzentrum direkt angrenzt, als auch der Seniorentreff. Sie haben sich sozusagen in der Mitte getroffen und haben eben einen Film realisiert. Man kann sich das auch im Internet anschauen. Und in den Gruppeninterviews kam heraus, dass sich da eben die Generationendifferenzen oder die Ambivalenzen relativ schnell auflösten und dass diese familiäre Generationenrhetorik sich tatsächlich übertragen hat, sodass man sich eigentlich allseits, das bestätigten alle Teilnehmenden, als eine Art von Familie sieht. Das war ganz interessant. Als zweites habe ich ein intergenerationelles Tanzensemble untersucht, und zwar hier in Köln angesiedelt von der Kölner Choreografin Silke Z,
Die Metabolisten heißt ihr professionelles Ensemble, Tanzensemble, und die haben mit älteren und mit jüngeren LaientänzerInnen zusammengearbeitet und haben Tanzlabore angeboten, wo sie zum Thema The Distant Body, eben gerade zur Distanz zwischen den Generationen, die ja tatsächlich in die Topografie, also real eingezogen wurde durch die Corona-bedingten Maßnahmen von sozialer Distanz oder letztlich physischer Distanz zwischen den Generationen. Und die haben also mit tänzerischen Mitteln geforscht, wie sich das sozusagen im Körper anspürt, welche Bewegungen sich dazu entwickeln, und haben diese Distanz leiblich-körperlich im Tanz zum Ausdruck gebracht und tänzerisch reflektiert. Das ist ein ganz, ganz spannendes Projekt. Und vor allen Dingen Nähe und Distanz wurden natürlich wirklich leiblich erfahrbar gemacht, aber eben auch Altersstereotype, die im Kontext von Corona dann auch gerade in den Medien wiederholt wurden, konnten in den Laboren und hinterher auch in den Aufführungen zum Thema gemacht werden, sodass reflektiert werden konnte, was wir eigentlich tun, wenn wir andere ständig im Hinblick auf ihr Alter labeln und mit Zuschreibungen versehen. Soll ich noch weiter erzählen? Ein drittes. Ja, ich tauche gerade ganz tief ein. Ich finde, du erzählst unheimlich lebendig, und ich könnte jetzt vielen weiteren Projekten noch lauschen, weil es einen eben so abholt, weil es so lebendig klingt, so dynamisch. Und was mir bei beiden Beschreibungen gerade aufgefallen ist, sowohl bei dem Mindener Projekt als auch bei dem Kölner Projekt, dass es offensichtlich auch ganz viel um das Thema Lernen geht. Und dass da aber so mehrere Aspekte voneinander zu differenzieren sind. Wir können ja miteinander lernen, wir können voneinander lernen oder auch übereinander lernen. Mich würde interessieren, was aus deiner Sicht oder auch als Ergebnis deiner Studie zu den Projekten am ehesten zu einer Überwindung dieser, du hast es Generationenambivalenzen genannt, beiträgt. Ja, also zunächst mal zu den unterschiedlichen Lernformen. Das ist dieses Miteinander, Voneinander, Übereinander lernen. Da diese Lernformen unterscheiden dann eben auch wieder Forschungsprojekte, die zum intergenerationellen Lernen geforscht haben. Und in der kulturellen Bildung ist es eben so, dass diese unterschiedlichen Lernformen so schön zusammenkommen. Ich konnte also in keinem der Projekte jetzt rein feststellen, das ist nur ein Miteinanderlernen oder das ist nur ein Übereinanderlernen oder nur ein Voneinanderlernen. Das geht ganz durcheinander, und die Jüngeren lernen von den Älteren. Es ist also letztlich sind auch darüber dann eben so pädagogische Generationenunterscheidungen aufgehoben. Und das geht gerade in der kulturellen Bildung besonders gut, weil man an einem gemeinsamen Projekt arbeitet, und es ist nicht vorher schon irgendwie, es ist nicht ein besonderes Erfahrungswissen häufig notwendig oder ein sonstiges Wissen, was weitergegeben werden kann von Generation zu Generation, sondern es beruht eher auf einem Austausch und einer gegenseitigen Annäherung und eben Generationenambivalenzen, die in den Projekten aufgetaucht sind, zum Beispiel auch in einem anderen Projekt, wo es auch um den Klimawandel und den Umgang mit Klimapolitik ging, konnten dann eben ganz anders bearbeitet werden. Und es konnte eben auch da, konnten die Ambivalenzen zum Ausdruck gebracht werden, auch künstlerisch zum Ausdruck gebracht werden. Und gleichzeitig konnte eben gesehen werden, dass diese Einteilung
Und diese Zuschreibung meinetwegen, dass nun sich nur die ältere Generation durch klimapolitische Ignoranz gekennzeichnet ist, dass das selbstverständlich ein Quatsch ist. Und ja, das ist in den Projekten, die ich da untersucht habe, kann das sehr spielerisch aufgegriffen werden und in einer Vermischung der Lernformen. Wahrscheinlich braucht es auch die Bereitschaft zum Lernen, so als grundlegenden Startpunkt. Und ich verstehe es jetzt auch so, dass die kulturelle Aktivität, die da gemeinsam durchgeführt worden ist, dafür gesorgt hat, dass es nicht mehr unbedingt eine Gegenüberstellung gab von da sind die und hier sind wir, da sind die Alten, da sind die Jungen. Und dass erst, wenn nicht mehr dieses die gegen das, dem wir gegenübersteht, dass dann individuelle Begegnung möglich wird. Dass es auch darum geht, die Generationenambivalenzen, um das Wort nochmal aufzugreifen, mit den Mitteln der Künste zu reflektieren, sie aber auch kreativ zu nutzen. Und ist ja eigentlich auch ein schönes Fazit, weil in dem Moment haben aus Sicht der Kunst und Kultur die Ambivalenzen ja auch etwas Gutes. Ja, Ambivalenzen können sozusagen zum Impuls von Bildungsprozessen werden, wenn sie eben nicht erstarren in einem Entweder-Oder, sondern eben so im Fließen gehalten werden und eben zum Ausdruck gebracht werden können. Und deshalb ist es wichtig, keine Angst vor Generationenambivalenzen zu haben, und es ist wichtig, ein gutes Methodenspektrum zu haben, mit dem gearbeitet werden kann in der intergenerationellen kulturellen Bildung. Und da hat die kulturelle Bildung einiges zu bieten an Methoden. Und wer sich da noch weiter informieren möchte, den lade ich sehr herzlich ein. Kubia hat ein Weiterbildungsprogramm, wo es eben gerade auch um den Austausch solcher Methoden der kulturellen Bildung geht. Und wir haben den Zertifikatskurs Kulturgeragogik, den wir gemeinsam mit der Fachhochschule Münster anbieten. Auch dort steht das methodische, didaktische Wissen sehr im Zentrum und kann eben im Austausch und mit anderen gemeinsam dort gelernt und eben auch ausprobiert werden. Das ist noch so etwas, was ich mit auf den Weg geben möchte für diejenigen, die vielleicht Interesse haben, da auch noch mal tiefer einzutauchen und sich auch weiterzubilden. Du hast gerade schon erwähnt, Miriam, dass Methoden besonders wichtig sind. Ein gutes Methodenspektrum und dass Kubia da Workshops anbietet, um diese Methoden zu erlernen und zu erproben. Bei den Projektbeispielen, die du genannt hast, da ist es ganz wunderbar gelungen, die Generationendifferenzen zu überwinden. Was sind denn neben den Methoden weitere Voraussetzungen, damit auch anderen Akteuren das gelingt, die intergenerationell, künstlerisch und kulturell tätig werden möchten? Eine Offenheit, denke ich, auch von den Einrichtungen her, für den jeweils anderen Bereich. Und die Offenheit muss natürlich von beiden Seiten ausgehen, sowohl von den Kunst- und Kulturschaffenden und von der kulturellen Bildung, aber eben auch von den Bereichen Gesundheit, Pflege und Soziales, dass da eben mehr an Austausch ist, dass da auch mehr an gegenseitigem Wissen aufgebaut wird, auch ein methodisches Wissen, wie arbeiten die denn und was sind meinetwegen auch Qualitätsmerkmale in der sozialen Seniorenarbeit oder eben auch in der kulturellen Bildung, dass man das kennenlernt, dass man sich darüber austauschen kann und dass man Netzwerke bilden kann. Wir sehen einfach, und das sieht man auch von der Forschung her, wo ganz klar ist, das zeigt zum Beispiel eine sehr umfangreiche Meta-Analyse von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, dass eben Kunst und Kultur für Gesundheit und Wohlbefinden so wichtig sind. Das ist also evident. Und da ist, glaube ich, noch einiges zu tun,
wo sowohl von der Politik her als auch von den Einrichtungen, aber auch ja im Hinblick auf die einzelnen AkteurInnen, ich darauf hoffen würde, dass die Bereitschaft noch größer ist, aufeinander zuzugehen und zu sehen, was man von den jeweils anderen lernen kann. Das wäre so ein großes Plädoyer dafür, eben sektorenübergreifend zu arbeiten und da mehr an Miteinander zu ermöglichen und letztlich eben auch mehr Wissen über die unterschiedlichen Bereiche ist davon nöten. Da fällt mir sofort natürlich unser Netzwerk Demenz und kulturelle Teilhabe ein, wo ja freischaffende Kulturakteure aus verschiedenen Bereichen in NRW, auch ganz namhafte Institutionen wie das Bonner Kunstmuseum, das Lehmbruck-Museum in Duisburg, das Folkwang-Museum, natürlich nicht nur Museen, sondern auch viele andere Kunst- und Kultursparten zusammenkommen und hier auch die Regionalbüros Alterpflege und Demenz im Netzwerk vertreten sind und da in den Austausch gehen, vor allem mit dem Ziel, voneinander zu wissen, genau die Merkmale, Qualitätsmerkmale, Ziele des anderen Sektors kennenzulernen und zu schauen, wo hat man gute Schnittstellen. Ja. Die Regionalbüros, das sind ja 12 Standorte in NRW, die fördern die Strukturentwicklung im Bereich der Altenhilfe und sorgen durch Information, Vernetzung, Beratung, Impulsgebung dafür, dass sich eben in diesen 12 Regionen die Strukturen im Bereich Alterpflege und Demenz weiterentwickeln. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, dass wir, und ein Stück weit hast du das gerade schon beantwortet, sektorenübergreifend miteinander ins Gespräch kommen und solche Initiativen auch flächendeckend, vielleicht nicht nur in NRW, sondern bundesweit oder auch europaweit stärken und da vermehrt in den Austausch gehen zwischen den großen Bereichen Alterpflege und Demenz und dem Kulturbereich? Ich finde, das ist zentral. Und da ist noch einiges zu tun. Vielleicht können da auch das sehen wir, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, so etwas wie Social Prescribing, also Kultur auf Rezept, könnte man sagen, oder auch soziale Aktivitäten auf Rezept. Das sind Programme, die zum Beispiel in Großbritannien stattfinden und laufen, wo eben nochmal von der Politik sektorenübergreifend es gefördert wird und einfach darauf reagiert wird, dass Kunst und Kultur für Gesundheit und Wohlbefinden und überhaupt für kulturelle Teilhabe. Alle Menschen haben ein Recht auf kulturelle Teilhabe, dass es gilt, zu ermöglichen und zu realisieren. Und da sind sowohl die Kunst- und Kultureinrichtungen aufgerufen, Barrieren abzubauen und sich noch stärker zu öffnen, aber eben auch der Bereich der sozialen Seniorenarbeit und der Pflege eben auch die Türen noch mal mehr und den Blick noch mal mehr dahin zu richten, wo kulturelle Teilhabe ermöglicht wird und wo Kunst- und Kulturbesuche einerseits ermöglicht werden können, aber wo es auch ermöglicht werden kann, dass Kunst- und Kulturschaffende in die Einrichtungen kommen. Ja, ich glaube, wenn man dazu auffordern möchte, Dinge im Alltag umzusetzen, auch politisch zu untermauern, dann braucht es immer einen Mehrwert, den man formuliert. Wenn du abschließend in 2, 3 kurzen Sätzen auf den Punkt bringen solltest, was intergenerationelles kulturelles Lernen als Chance bedeutet für die Zukunft der Generationen, was wäre das? Ja, mehr Generationenbegegnungen zu schaffen, als die im Moment möglich sind und auch jenseits der familiären Generationenbeziehungen, Generationenbegegnungen, Generationendialoge zu ermöglichen
Und da geht es eigentlich um nichts weniger als darum, Räume zu öffnen für die gemeinsame Verantwortlichkeit für das gesellschaftliche Leben und für das Leben auf dieser Erde. Denn das können wir nur im Intergenerationellen, im Gemeinsamen gestalten. Und von daher ist es dringlich, mehr Generationenbeziehungen zu ermöglichen und diesen Stereotypen, Zuschreibungen einer martialischen Generationenrhetorik, die gerne auch in den Medien gefahren wird, da etwas entgegenzusetzen und die Realität und die gelebte Gegenwart von lebendigen Generationenbeziehungen dem entgegenzusetzen, wo wir ansonsten in unseren Blasen, in unseren Altersblasen vielleicht auch und in unseren Routinen irgendwie bleiben. Und da ist eben Kunst und Kultur, aber eben überhaupt Bildung eine gute Möglichkeit, die Generationen zusammenzubringen. Ich finde, das ist ein wunderbarer Schlusssatz und es ist gleichermaßen ein ganz wunderbares Plädoyer, sich mehr mit den Möglichkeiten und Chancen intergenerationeller kultureller Bildung zu befassen, sowohl auf theoretischer als auch auf praktischer Ebene und zu überlegen, was man im Kleinen und im Großen an Begegnung, Generationenbegegnung im Alltag initiieren kann. Du und ich, wir bleiben zu diesem Thema auf jeden Fall am Ball. Ich freue mich sehr auf das Pro-Alter-Heft, was dazu erscheint, und möchte auch alle Leserinnen und Leser ermutigen, Kontakt zu uns aufzunehmen, wenn sie Interesse haben, mehr über das Thema zu erfahren oder vielleicht sogar selbst ein Projekt planen und Impulse für die Umsetzung brauchen. Ich persönlich habe in dieser halben Stunde schon ganz viel gelernt, werde ganz viel mitnehmen aus dem Gespräch, bedanke mich herzlich bei dir und hoffe, wir bleiben im Gespräch. Dankeschön, Miriam. Sehr, sehr gerne, klar. Vielen Dank auch dir und bis dahin.